Da drüben muss ich hin. Wo ist der Kartenpunkt? Den habe ich doch schon, oder? Ja, da. Ich habe genau eine Handtasche und die... Vielleicht hast du es schon bemerkt, aber in dein... An alle Schild im Schrank. So, wo klettert dieser verrückte Ägypter? Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Symbiotenproblem? Rufen Sie gleich die Symbiotenopfer-Hotline an. Noch. Wie viele Schuhe? Es geht, also ich habe ein paar Schuhe, dass ich im Alltag trage, so lange, bis es kaputt geht. Und dann habe ich zwei Paar Schuhe, die ich kaum anziehe. Das eine sind hohe Schuhe, falls ich dann tatsächlich doch mal noch mal mein Abi-Kleid anziehe. Und das andere sind Ballerinas, die ich dann anziehe, wenn mir in den hohen Schuhen die Füße wehtun. Aber gar nicht. Die Angestellten bekommen 2 Kaffeepausen am Tag und bezahlte Ja. Und das war's. Im Prinzip. An Schuhen. Wo klettert dieser Typ? Vielleicht gucke ich auch zu weit hoch. Oder nicht hoch genug. Der wird ja dooferweise auf der Karte nicht angezeigt. Nee, Bombi hat nicht mehr Schuhe als ich. Ist jeder Tag ein guter Tag. Nee. Nee. Ich habe diese Handtasche irgendwann auch nur pseudomäßig mal gekauft, so nach dem Motto, ja, haben oder nicht haben, ne? Ich habe sie kaum verwendet. Wo klettert dieser Kerl? Ja, ich bin ein typisches Gamer-Girl. Oh. Klettert er hier? Das wäre lustig, wenn der hier irgendwo klettert. Ich habe auch keine T-Shirts, die irgendwie, ne, so schlicht sind oder sowas. Alle T-Shirts, die ich habe, haben irgendeinen nerdigen Aufdruck. Genauso wie meine oder ein Großteil meiner Pullover. Wo klettert dieser Typ? Es ist immer eine Challenge, wenn man irgendwo ordentlicher essen geht, ne? Und sich dann überlegt, was ziehe ich an, um in dem Restaurant nicht zu sehr aufzufallen? Weil, ne, Bommi hat dann seine Hemden, die er anzieht. Die er auf der Arbeit auch anzieht. Und ich überlege mir dann, welcher Spruch ist am wenigsten auffällig? Oder welches Motiv? Ach ja. Wo ist der Typ, der klettert?
Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Symbiotenproblem? Oh. Chill mal. Ich müsste irgendwann mir mal, keine Ahnung, ein klassisches, einfarbiges Shirt oder so kaufen. Irgendwann mal. Klettert? Nein, da klettert nichts. Wo klettert dieser Typ denn rum? Aber ich muss doch noch diesen großen Bericht im Büro fertigstellen. Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Symbiotenproblem? Nein, ich habe ein Fotoproblem. Ich finde den kletternden Typen nicht. Scheinbar tickt das Cybernet mal wieder rum. Stimmt das wirklich? Natürlich stimmt das. Ich suche einen Typen, der auf Hochhäuser klettert. Kletterte hier rum? Nee, der hat explizit von Hochhäusern gesprochen, also gehe ich mal von den... Oh nein! Oh doch? Von den höheren Gebäuden aus. Die hier so sind. Warnung, dies ist eine Sicherheitsmeldung. Aktuell sind in dieser Gegend 5 Meldungen über Zwischenfälle aufgrund von Cybernet überwacht. Ah. Was würde Nueva York nur ohne Archimax machen? Wahrscheinlich auf eine schlechtere Marke bauen. Die Reaktionszeiten der öffentlichen Augen sind ziemlich schockierend, ha? Mit jedem geschnappten Schurken machen wir Chronopolis ein Stück sicherer. Vielleicht hängt er auch irgendwo auf einer Spitze rum. Überwachungsdrohne im Anflug. Bitte beiseite treten. Hier ist ein Steinchen. Ich will das Steinchen haben. Kang beobachtet dich. Immer. Okay. Oh, da ist er nicht. Warte. Ach, du kletterst auch gern? Bist du hier, um die Aussicht zu bewundern? Sie ist von hier oben wirklich ganz vorzüglich. Übrigens, solltest du irgendwelche albernen Gerüchte hören, dass ich nur hier hochgekommen bin, um meinen weggewehten Kopfschmuck zu holen und dass ich hier nicht mehr wegkomme, bitte beachte sie nicht. Ich liebe es hier oben. Liebe es. Gerne weitersagen. Ich könnte mich daran gewöhnen, hier oben zu wohnen. Ach, wie schlimm könnte der Sprung schon sein? Ich habe schon Leute gesehen, die von weiter oben gefallen und auf ihren Füßen gelandet sind. Waren das Katzen? Ey, du, dreh dich mal.
Das ist doch ein schönes Foto. Ich finde, das ist ein schönes Foto. So, komm. Verlassung wird eingeleitet. Wir hätten uns auch teleportieren können. Naja. Egal. Egal. Vielleicht hast du es schon bemerkt, aber in deiner Nähe braut sich was zusammen. Hilfe! Dankeschön. Da herrschte ganz schön dicke Luft. Yay, 55! Quatsch, 25! Von 25. Ab jetzt muss ich niemanden mehr retten. Was? Du hast vergessen, was du tun sollst? Nein. Sperr die Ohren auf und pass diesmal auf. Das ist es? Nun, in der Not schmeckt jedes Brot. Vielleicht sieht sie ein Schwarz-Weiß besser aus. Na los, nimm dein Geld und hau ab. Komm später nochmal vorbei, dann habe ich vielleicht wieder was für dich zu tun, falls du interessiert bist. Und falls ich verzweifelt bin. Ich will ihn schlagen. Einfach nur schlagen. So, das haben wir immer noch nicht frei geschaltet, aber warte, wir waren hier drüben. Wir nehmen jetzt dieses Puzzle da. Ja. Schlag ihn! Oh, das hat gut getan. Oh, das hat erstaunlicherweise gut getan. Du gehst am Sonntag zu einer Beisetzung. Oh. Bitte. Yay, das war einfach. Das war einfach. Cool. So, das nächste. Versuchen wir es nochmal, ha? Oh, gleich beide. Fall. Sorry, ich war gerade in meiner eigenen. Aber ich schätze. Das ist doch ein Wort. Na los! Es wird nicht lange dauern, ein paar Fieslinge aufzuspüren. Hier drüben. Was glauben die, wer sie sind? Euch werde ich lehren, hilflose Leute zu belästigen. Beide über 90. Das hier ist für den Typen, der meine Gitarre zerstört hat. Ich weiß, dass du das nicht warst, aber er sah dir ein bisschen ähnlich. Ha, das hat sich ganz gut angefühlt. Weiter geht's. Da sind noch mehr. Wir müssen sie aufhalten. Warum tust du das? Willst du wirklich meine Nerven testen? In meiner Heimat war ich Bestseller-Autor. Sind das alle? Ich werde nicht eher ruhen, bis ich alle erledigt habe.